Hallo Udo, ich freue mich. Jetzt leg los. Okay, ich möchte anfangen mit einer kurzen Einleitung, weil ich bin ein bisschen inspiriert worden beim Lesen des Buches Der heilige Derai-König. Da wird eine Analogie gemacht, eigentlich zwischen, da werden die Begriffe Quellcode und Maschinensprachen benutzt. Und eigentlich der Quellcode, das sind diese hebräischen Zeichen. Und diese hebräischen Zeichen bilden eigentlich, was ich nenne, eine göttliche Reduzierungslogik. Aufgrund dieser Zeichen ist es Geist möglich, sich so zu reduzieren, dass er perspektivisch wird und Welt wahrnehmen kann. Ich habe versucht, weil es ist eigentlich wieder eine Variante von Fragen, die ich schon öfters gestellt habe, aber ich habe mich jetzt Mühe getan, versucht das mal so punktartig wie möglich zu formulieren. Dieser Grundcode mit dieser hebräischen Zeichen hat eine bestimmte Syntax und diese Syntax arbeitet immer wieder darauf hin, dass man vom Aleph bis zum Taf kommt, blau gesehen, dass eigentlich diese Reduzierung möglich wird. Und Taf verkörpert eigentlich abstrakt gesehen die Möglichkeit, dass es eine Erscheinung gibt. Meine Frage ist jetzt, wie verhält sich die Syntax des Programms, also der Maschinensprache, zur Syntax der Grundcode. Und eingebaut darin ist eigentlich die Frage, ist das Programm, die Programmsyntax, benutzt die ausschließlich diese Symbole der Grundcode oder steckt da noch mehr drin? Warum stelle ich diese Frage? Weil der Symbolcharakter dieser 22, 27 Zeichen, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber eigentlich ziemlich einfach ist. Und Es ist eine extreme Vereinfachung. wie verhält diese Vereinfachung sich zu der unglaublichen Vielfalt, die aufgrund des Programms explodieren kann? Ich habe da auch nochmal nachgedacht über den, ich habe den Cratulus-Dialog vor einiger Zeit gelesen und da gibt es eigentlich zwei Standpunkte, der Konventionalismus und der Naturalismus. Einerseits die Auffassung, dass die Beziehung zwischen Wort und Gegenstande lauter konventionell ist. Ob wir das Objekt Baum jetzt Baum nennen oder Larbre oder Auto, macht nichts. Der Naturalismus, der meint, dass es da doch eine gesetzmäßige Beziehung gibt zwischen Wort, also zwischen Sprache und Ding. Nehmen wir mal einen Baum. Können wir auf verschiedene Weise andeuten. Wir können sagen Baum, Tree, Larbre. Also erstmals werde ich damit konfrontiert, dass ich diese Vielfalt von Worte habe und dieses einzige Objekt. Nun gibt es diesen Baum nicht unabhängig von mir. Der Baum wird auch generiert aus einer Programmsprache. Also die Einheit zwischen diesen verschiedenen Wörtern, würde ich sagen, kommt zustande aufgrund einer übergeordneten, wie habe ich das jetzt? Konvertierungslogik. Da muss ich denken an deinem Beispiel, ein und derselbe Brief kann auf einer Diskette verschiedene Programmstrukturen haben. Gleichzeitig kann ein und derselbe Empfindung, nenne ich es mal Baum, mit verschiedenen Worten angedeutet werden. Diese Wörter, Larbre, Baum, Tree, bestehen aus verschiedenartigen. Das feststellen, das stimmt trotzdem. Die erste, ich kürze das jetzt gleich einmal ab. Du neigst noch sehr kompliziert und diskret zu denken. Was bei Holofilling passiert, ist der Weg in die Einheit, in diese Singularität. Das heißt, eine Einheit ist nicht denkbar, da haben wir so oft drüber gesprochen. Und ich habe ein Beispiel jetzt, um das nochmal zu unterstreichen. Du musst dich komplett lösen, dass wenn sich was widerspricht, dass nur eins davon richtig sein kann. Pass auf, ich mache mal in Fortsetzung zu dem, was du gerade gesagt hast, das habe ich ein paar Mal schon erwähnt, wenn wir jetzt, und ich spreche bewusst auf dieser unteren raumzeitlichen Ebene innerhalb deiner Denkmöglichkeiten, wir nehmen jetzt irgendein Bild, ein Landschaftsbild. Und du fängst an, einen Blinden, und da geht es jetzt schon los, ein Blinder, der von Geburt an blind ist, was der empfindet, kannst du nicht nachvollziehen. Das heißt, er wird dir vollkommen normal erscheinen. Das heißt, wenn du wirklich einmal mit einem, ich habe da immer Geschichte jetzt hier, wenn du einen vollkommen von Geburt an blinden Menschen hast, wenn du mit ihm spazieren gehst, wenn der gut gebildet und erzogen ist, du merkst das gar nicht, wenn du dem nicht in die Augen schaust, dass der blind ist. Der sagt zum Beispiel, der Himmel ist blau, wenn du sagst. Der reagiert sofort, weil er das merkt an der Hautoberfläche. So denken wir uns das jetzt aus. Das ist wichtig. Aber worauf ich hinaus will,
ich drücke es anders aus. Wir nehmen ein Bild und du musst dieses Bild einem Menschen mit Worten dabei beschreiben. Dann wirst du feststellen, ich kann sagen, da ist eine Stadt drauf. Das gibt, was löst das für eine Vorstellung hier aus? Also das ist ein sehr unscharfer Begriff. Und jetzt werde ich dir das genauer beschreiben, was dort, wie die Stadt aussieht, wie die Häuser sind. Und du wirst jetzt merken, umso mehr Worte ich benutze, umso genauer wird die Zeichnung in deinem Kopf, wie das Bild aussieht oder was auf dem Bild drauf ist. Das heißt, wir können mal zuerst festhalten, dass ein Bild aus einer Unmenge von Worten besteht. Umso mehr Worte wir benutzen, ist eigentlich wie eine feinere Auflösung, umso genauer kann das Bild aus den Worten rekonstruiert werden. Das ist die eine Seite, und jetzt spiegeln wir das Ganze. Wenn wir ein allereinziges Wort nehmen, mit Holofeeling stecken in dem Wort unendlich viele Bilder drin. Das ist gerade jetzt diese Grundradixen, die Zweier- und die Dreierradixen. Darum ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel bloß Arschin sage, dann können wir einmal sagen, der schöpferische Logos oder eine schöpferische Logik, rot-blau gelesen. Wobei der Logos schon wieder ein roter Begriff ist, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, ohne das eigentliche Wesen zu zerstören. Ich sage, das Rotgeschriebene kann gewusst werden, aber es lässt sich nicht wirklich vorstellen. Mhm. Wetter, Gott. Mhm. Das heißt, du musst dich komplett lösen, dass die Metaphern, meine 200 Gramm rote Gnede, die ich immer wieder erwähne, dass diese Begriffe für etwas stehen, für ein Phänomen stehen, das eigentlich nicht denkbar ist. Selbst der Einfallspinsel, wenn ich sage, der du bist, der Geist, der mir jetzt zuhört, benutze ich ein Wort, das eine Vorstellung in dir auslöst, was genau genommen etwas nicht Denkbares ist. Das macht deine Geistigkeit aus. Mhm. Du Geist, der du jetzt aufmerksam zuhörst, du bist deshalb ewig, du bist es, ob du das glaubst oder nicht, weil du selbst etwas bist, was nicht gedacht werden kann. Und alles, was gedacht werden kann, ist vergänglich. Was jetzt im ersten Moment Angst macht mit einer normalen Logik, diese Gedankenwellen sind vergänglich, gibt eine Riesenfreiheit, wenn du es verstanden hast. Mhm. Du bist zurzeit in einer Matrix-Traumwelt und als träumender Geist kannst du dir auch nicht raussuchen, was du träumst. Das klingt jetzt auch wieder auf der einen Seite erniedrigend, auf der anderen Seite erhebt dich das. Mhm. Weil wer die Wahl hat, hat die Qual. Das heißt definitiv, egal was passiert in deinem Traum, du kannst nichts verkehrt machen. Mhm. Als Matten sowieso nicht. Du im Traum sowieso nicht, aber auch nicht als träumender Geist. Das heißt, da ist ein Lernprozess dabei. Mhm. Jetzt komme ich ganz mit den Zeichen und sage, du musst dich zuerst einmal, wenn du die Symbolik verstanden hast, wir brauchen einen Schlüssel und wir brauchen das Schlüsselloch. Mhm. Der Schlüssel ist das Sprachsystem von Holofeeling, diese Vatersprache. Ich benutze hier nur Deutsch Ivri. Das ist die Grundradix, das ist wichtig. Darum ist jetzt in deiner Traumwelt zuerst einmal, in allen Sprachen der Welt, mehr oder weniger, heißt Deutsch in der Übersetzung eigentlich Gottesland. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich greif auch keinen an, wenn ich jetzt sage, gerade die Juden, die ja so sich hinstellen, das Ivri, Ivri ist nicht Hebräisch. Die Hebräer selber wird ja Ivri ausgesprochen. Da kannst du schön nachschauen. Das gehen wir in Gematrie Explorer. Wir schauen uns das ganz kurz einmal an. Ja. Wenn du jetzt einmal eingibst, 70, 2, 200. Das ist das Eber. Das ist erst einmal das Embryo des Fötus. Das heißt auch eine Seite, eine Vergangenheit. Und ich weise immer wieder darauf hin, was jetzt hier in dem Gematrie-Explorer, den Wörterbüchern drinsteht, ist bei Weitem nicht das, was das Wort eigentlich im vollen Umfang bedeutet. Mhm. Darum sollte man sich erst einmal angewöhnen, wenn du Wörter umsetzt, dass du bloß die rot-blaue Leseschrift. Und da ist, das ist schon sehr komprimiert, dass du zuerst einmal das Rot liest, dann hast du die geistige Quelle im Kopf. Mhm. Siehst du, ist hochinteressant. Mhm. Geistige Quelle in diesem Kopf, und wenn wir es blau lesen, ist es ein Augenblick außen, außerhalb, polar, ein polarer Augenblick, den du berechnest. Das ist eine Gedankenwelt. Mhm. Okay? Jetzt ist es natürlich hier schon, wenn du hast, das ist eine Seite. Wir haben, die eine Seite ist das, was immer ist, das Meer selber, und die andere Seite ist dieser ständige Wechsel. Bei der Vergangenheit ist natürlich jetzt schon wieder eine moderne Übertragung, und das heißt hinübergehen, vorübergehen, Vorbeizeiten, auftauchen. Das ist ein unendlicher Komplex, wenn du das Wort schaust, wie das ihm dennoch übersetzt wird. Mhm.
Aber was jetzt wichtig ist, wenn wir jetzt ein J dran setzen, jetzt setzen wir mal ein J dran. Wir sind jetzt, und jetzt kommst du hier zu den Hebräern. Das ist das Wort Ivri. Mhm. Das heißt, so wird sich jetzt ein Jude selber im Hebräischen, Ivri heißt Hebräisch oder der Hebräer. Mhm. Interessant wird es natürlich, wenn du jetzt ein N hin dran hängst, jetzt bevor du das machst, zuerst einmal, da wird sich jetzt der Hebräer sofort sträuben, aber du kannst es in jedem Wörterbuch nachschauen, das N am Ende ist ja zuerst einmal als Suffix gelesen, ist es ein besitzanzeigendes Fürwort, und zwar heißt es ihr in Bezug auf Frauen. Mhm. Weil im ersten Moment eigentlich keinen Sinn machen, das heißt ja eigentlich der Hebräer oder das Hebräische der Frauen, was wir als Logik setzen. Jetzt machen wir mal das N hinten dran und drücke auf Suchen. Das steht übrigens in jedem hebräischen Wörterbuch drin. Mhm. Das sind die Gesetzesverletzer, die Verbrecher. Das ist die hebräische Existenz. Ich mache das N immer hinten als Existenz. Das Existierende ist nämlich das, was die Frauen, das heißt, was die logischen Systeme generieren. Mhm. Okay, merkst du, das macht man. Ja, ja. Das ist das Existierende. Schön sieht man es bei dem Wort AI. AI heißt nichts. Und AIN heißt nicht existieren, in jedem Wörterbuch. Mhm. Okay, und jetzt haben wir hier praktisch die Hebräer, die jetzt existieren, die existierenden Hebräer, wenn wir das N nur als existieren hin dranhängen, und das sind die Gesetzesverletzer, die Verbrecher. Mhm. Das ist ja mal eine Tatsache. Und die brechen die Gesetze in einem Wort. Das ist, keiner bricht die Gesetze mehr wie ein Hebräer, und dann sage ich, das sind alles Juden. Das ist dieser Begriff Juden im Negativen gewesen. Mhm. Ohne uns festzumachen. Ich sage immer wieder, ich rede von Symbolen. Mhm. Und du wirst jetzt merken, dass du mit dem Spiel von Zeichen, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Tri nimmst, egal was du magst, dass du auf der untersten Ebene, du musst dieses Sprachsystem verstanden haben, und du musst dasselbe Sprachsystem auch dann mischen, das Rot und Blau innerhalb des Satzes. Mhm. Wir machen ganz einfach mal zum Beispiel Bi. Okay? Ja. Wir wissen, wenn wir Bi auf Hebräisch schreiben, Bi heißt es in mir. Mhm. Wenn wir es Griechisch schreiben, ist es zwei. Zwei. Interessant, jetzt pass auf. Es müssen zwei in mir sein, ein Unterschied, praktisch die Gedankenwelt, dass ich was sehe. Mhm. Jetzt, wenn du bin machst, B-I-N, dann haben wir, in mir ist eine Existenz. Mach mal B-I-N, bloß, dass du ein Gefühl kriegst, wie diese Schöpfungsenergien wirken. Mhm. Und jetzt kriegst du bin, wird normalerweise hier als Zwischen übersetzt. Okay? Mhm. Du hast einen Zwischenraum, Zwischen. Jetzt, wenn du das deutsche Wort Zwischen wieder nimmst, hast du Z-Waff, die Geburt eines doppelt aufgespannten Ischen ist Schlafen und Alternieren. Wenn du Isch, ist ja die Gestaltwerdung, Ich einzeln gelesen, eine intellektuelle Logik wird jetzt zu einer Gestalt, das Bestehende ist eigentlich nur ein logisches Konstrukt, das zu existieren anfängt. Ischen. Mhm. Und Ischen heißt jetzt schlafen, es ist eine Form von Shin und He, aber auch alt werden und alt sein, und bei alt denkst du jemand alter Nieren. Mhm. Okay? Und wieso ich dir das Ganze jetzt erzähle, dass es jetzt natürlich schöne Verschiebungen gibt. Und zwar die Geschichte, in der Schöpfungsgeschichte haben wir jetzt erst einmal hier das Meer, El Hayom, und dann kommt der Himmel ins Spiel. Mhm. Der Himmel ist ja Shamayim. Und da wird es natürlich jetzt sehr interessant, dass dieses Shin Memim, Shin einzeln gelesen, ist, hast auch hier, welches Wasser kannst du lesen, wenn du das Shin als Vorsilbe liest. Das heißt nämlich auch, welches Wasser. Und wenn wir jetzt den Himmel schreiben, oder der Himmel, dann ist das H. Und da wird jetzt das ganz, ganz interessant, dass nämlich Scham, Yom. Jetzt pass auf, wenn du Scham einzeln machst, haben wir ja den Namen und das Wort. Mhm. Und das ist jetzt wieder einer dieser Sonderfälle. Scham ist genau genommen, wenn du in Wörterbüchern im Langenscheid nachschaust, ein maskulines Wort im Hebräischen. Das sind natürlich jetzt Feinheiten, wo ich dir erzähle. Aber das ist jetzt wieder so eine Ausnahme, um das nicht in dem klassischen Kontext, wie die Dora übersetzt ist, im Widerspruch zu stehen, heißt eigentlich Scham, Yom, Yom als Pluralendung heißt eigentlich Namen und Wörter. Mhm. Das heißt, das Wort Himmel heißt auch die Namen und die Wörter. Mhm. Aber um dem zu umgehen, macht man speziell bei dem Scham, bei Namen und Wort, obwohl das ein maskulines Wort ist, macht man die Ortendung. Im klassischen Sinn wird Namen Plural
Schamott gelesen. Also Scham mit Ortendung, obwohl Scham einzeln als Einzelwort betrachtet ein maskulines Wort ist und es würde normalerweise die Jom-Endung dazugehören. Das wird sich jetzt aber mit dem hebräischen Wort Himmel überschneiden. Mhm. Das sind bei vielen Fällen, wirst du merken, dass das so Konventionen sind, wo sich keiner Gedanken drüber macht. Das ist alles so unendlich zerdacht, schon gar nicht irgendwelche Fachleute. Mhm. Aber was hier wichtig ist, was du fragst, die Lautwesen, dass es erst einmal geht, dass du von einer undenkbaren Eins ausgehst. Und pass auf, die umschreibe ich dir jetzt einmal. Einfach sage ich immer wieder, das ist schlichtweg und einfach ein nicht gedachter Gedanke. Mhm. Ein nicht gedachter Gedanke ist das absolute Nichts. Für den gibt es auch kein Vorher und kein Nachher und kein Woanders. Und dieser nicht gedachte Gedanke entspricht jetzt praktisch, und jetzt mache ich ein symbolisches Bild in deinem Kopf, ein Geist, der schläft, ohne zu träumen. Unser rot geschriebener Geist ist etwas nicht Denkbares, ein Symbol für etwas, was du nicht denken kannst. Und wenn der jetzt schläft, ohne zu träumen, erlebt er auch nichts. Mhm. Und in dem Moment, wo er zum Träumen anfängt, erlebt er seine Informationen, setze für diesen Geist die 200 Gramm rote Gnede. Das heißt, dieser eine Geist, das Allumfassende, muss in sich selber die Visionen erzeugen. Mhm. Und da es ja vor ihm nichts gibt, muss er sich selber teilen. Das heißt jetzt, das sind die Facetten. Das ist ungefähr so, wenn wir eine unendliche Fläche haben und wir machen einfach mal wie bei deinem normalen Monitor diese Triplets. Ganz abstrakt, wir teilen praktisch den Monitor zuerst einmal in Felder ein. Mhm. Okay, und jetzt können wir jedes dieser Triplets nochmal einteilen, Stufen in der Helligkeit, und dann entsteht in dieser Matrix ein Bild. Und das ist jetzt der Hintergrund der Sprache, dass die Sprache zuerst einmal mit einer binären Einheit beginnt. Das ist ja das Klassische, das habe ich in den letzten Selbstgespräche angesprochen. Und wichtig ist, dass diese kleinste Einheit, nennt man ja Bit, mhm, okay, jetzt haben wir hier hochinteressant, in mir ist eine Erscheinung, hebräisch, zwei Erscheinungen mit dem griechischen Bi vorneweg. Mhm. Das sind dann zwei Erscheinungen des Bit. Wenn du das Bit in Gematrie Explorer eingibst, hast du das Haus. Das ist natürlich nicht nur das Haus, BIT, machen wir mal ganz einfach. Mhm, habe ich. Das ist auch der Aufenthaltsort. Das heißt auch das Innere übertragenerweise, wobei wir ein Außen auch haben, der Wohnort, domestizieren. Und ich habe jetzt hier so ein paar Kleinigkeiten dazu gesetzt, dass du also zuerst einmal auf dieser Grundradix-Ebene bist. Und um dir das nochmal zu vereinfachen, ich habe schon mal das Beispiel gebracht, dass ich sage, du denkst dir das Alphabet, ist die Einheit, ja. Das ist die Einheit. Und das teilen wir zuerst einmal in Facetten und die Buchstaben sind wie Perspektiven. Wir machen da praktisch Perspektiven draus und das ist wie mit richtig und verkehrt, ist praktisch rot und blau. Mhm. Das heißt, dass hier du jeden dieser Buchstaben, wenn du sagst, der wird geistig gesehen oder der wird raumzeitlich gesehen blau gelesen. Wir haben zum Beispiel das A, rot ist der Schöpfer, der nicht denkbare Schöpfer. Und blau ist es die Schöpfung. Mhm. Und was wichtig ist, du musst begreifen, du kannst jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen, ohne an dem Ganzen was zu verändern. Es ändert sich nur die Perspektive. Pass auf, um dir das klarer zu machen. Wir sagen jetzt einfach, das Alphabet, das heilige Ganze ist der Begriff Wetter. Und ob wir jetzt von Sonnenschein reden oder von Schnee oder von Graubel, wir reden immer vom Wetter. Mhm. Okay, ich beschreibe dir, wir können das ein Beispiel nehmen. Und jetzt wird es sehr interessant, dass die Schöpfung, ich bleibe nur im blauen Bereich, ich habe das ein paar Mal angesprochen, lass uns das bitte durchgehen. Die Schöpfung, sobald wir eine Schöpfung haben, muss eine Polarität da sein. Diese Polarität, die wir uns jetzt ausdenken, erfordert einen Dritten, der sich diese bewusst wird. Okay? Das zwangsläufig, dieses Triplet, die ersten drei, sind eine Öffnung. Mhm. Aufgrund dieser Öffnung gibt es eine Wahrnehmung. Ob ich jetzt das Wahrnehmung oder Öffnung oder Polarität nenne, spielt dabei, oder Schöpfung nenne, spielt eigentlich gar keine Rolle, merkst du? Mhm. Dass ich eigentlich immer von der Schöpfung rede. Eine Schöpfung ist immer polar, das ist immer eine Öffnung. Es ist prinzipiell immer eine Trinität im Spiel, eine Polarität, die von einem ausgedachten Beobachter angeschaut wird. Mhm. Jetzt interessant ist,
Diese Wahrnehmung ist immer was Aufgespanntes. Wir sind in der 6, wir machen nur blau. Sobald sich in dir was aufspannt, ist es eine Selektion aus einer Kollektion. Mhm. Das heißt, egal was du anschaust, sobald du ein Bild hast, einen Gedanken hast, selbst feinstofflich, wenn du eine Stadt nimmst, ist die Stadt immer nur eine Stadt aus einem Land. Mhm. Wenn du ein Bild in der Stadt, selbst bis hin zur Tasse auf dem Tisch, das Bild, das du siehst, ist nicht die Tasse. Der Hängel rechts ist nicht die Tasse. Der Hängel rechts ist genauso wenig die ganze Tasse, die du anschaust, wie Sonnenschein das Wetter ist. Mhm. Das heißt, ein Bild, das du siehst, ist definitiv schon bloß eine Facette. Erinnere dich in Fiegenstein, weil ich sage, manche sagen hier, der Udo ist ja ganz lieber und andere behaupten, der Udo ist ein Arschloch. Ich sage, stimmt, das ist im Selbstmord, mhm. Ich muss mich bloß rumdrehen. Sicher. Wenn du nur eine Seite siehst, die Heiligkeit ist was ganz was anderes. Mhm. Jetzt pass auf, diese Selektion, immer wenn du was selektierst, erschaffst du zuerst einmal eine Kollektion. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du schaust jetzt die Tastatur an, das habe ich im letzten Selbstgespräch gehabt, das ist hochinteressant. Pass auf, es ist ein Unterschied, Martin, ob du an eine Tastatur ganz abstrakt ist, wenn jetzt zum Beispiel hier du einen Computer zusammenbaust und der Sohn sagt, Papa, und du sagst zu deinem Sohn, hol dir mal die Tastatur her. Dann ist nur die Tastatur und da denkst du nicht an die Taste. Das ist die Tastatur als Kondino. Okay? Sobald du jetzt die Tastatur anschaust, schau mal die Tastatur an. Mhm. Lass uns das, schau dir mein Gesichtsfeld, das ist hochinteressant, du hast jetzt in deinem Gesichtsfeld ein scharfes Bild. Meinst du? Mhm. Du wirst feststellen, jetzt ist es, dieses Gesichtsfeld ist eine Kollektion von Tasten. Das ist jetzt die Tastatur nicht mehr als Kontinuum, als rein abstrakter Begriff, sondern jetzt hast du in dem Bild Tastatur, auch wenn du das jetzt gedanklich machst, teilst du dir schon in Feldern ein. Also ist es kein lückenloser Zusammenhang mehr, weil du denkst ja die Tasten jetzt aus und du hast den Eindruck, dass es scharf ist. Aber lass uns mal jetzt den Aufbau der Tastatur, ich habe das ein paar Mal angesprochen, anschauen, geh mal auf das Zeichen 6. Mhm. Auf den Zeichen 6 hast du das Unzeichen mit drauf. Da könnte man sagen, 6 ist verbinden, das ist nur irgendwie logisch. Aber bei der 5 ist es interessant, da ist das Prozentzeichen drüber. Schau mal, wenn du ein bisschen eine Fantasie hast, du hast eigentlich schon die Gedankenwelle. Das Oberhalb und das Unterhalb. Mhm. Wo du das eine Seite anschaust, ganz nebenbei das Prozentzeichen, was hat es mit der 5 zu tun? Das Prozentzeichen steht ja für Cent, ist ja 100. Mhm. Und 100 steht für Affinität. Jetzt schau dir das Prozentzeichen an. Das ist die Affinität, die du wahrnimmst. Mhm. Und jetzt springen wir, weil wir gerade den Affen haben, auf das Q. Ich nehme das immer recht gern. Das Q, das ist ja das Kopf. Schau, da ist der Klammeraffe mit drauf. Mhm. Jetzt könnte ich wieder sagen, das ist reiner Zufall, weil auf dem Kopf, weil Kopf heißt ja auf Hebräisch Affe, wieso, dass da ein Klammeraffe mit drauf ist? Auf Englisch nennt man das das Ad-Zeichen. Mhm. AT. AT 1400 wiederum ist das weibliche Du. Das weibliche Du ist praktisch Du als ausgedachte Person und das ist ein Affe. Mhm. Okay? Und der ist praktisch der Schöpfer in so einem komischen A, ist ein kleines A nochmal mit drin. Siehst du das? Das ist eigentlich, ja, der Klammeraffen sieht aus wie ein A, das nochmal mit so einem A umhüllt wird. Mhm. Als wenn du in einer Hülle steckst, als wenn der Schöpfer, der Affe in einer Hülle steckt und eigentlich im Affen, der Affe, das ist, was dich einhüllt. Und wir können jetzt sehr, sehr vielfältig gehen, wenn ich jetzt die einzelnen Doppelbelegungen durchgehe, und du wirst merken, das hat alles einen Sinn. Jetzt kann ich nicht sagen, da hat sich einer viel gedacht, das kannst du vergessen. Darf ich mal kurz? Ja. Eine Frage, die ich jetzt neutral aus, sage ich mal, kindlicher Neugier stelle. Warum begrenzen sich die Erklärungen von Holofeeling immer auf die Syntax der Grundcode? Und warum nicht auf die Maschine? Weil wir vereinfachen wollen. Holofeeling ist eine extreme Vereinfachung und die Schwierigkeit ist einer, der hier nur diskret zu denken vermag, hat extreme Schwierigkeiten, fantasievoll analog zu denken. Du kriegst praktisch mit Holofeeling ein System, dass du das, was bisher analoge Logik war, mhm. Symbolentsprechungen, dass das ein streng arithmetisches System wird, das hier im Hintergrund eine digitale Logik steckt. Mhm. Das sind die Zeichen. Das ist immer wieder, wenn ich sage jetzt mit Worten, dass Worte so vielfältig sind. Ich habe gerade gesagt, um ein Bild genau, ein optisches Bild genau zu beschreiben, umso mehr Worte du benutzt, umso genauer wird die Beschreibung des Bildes. Aber jedes Wort wiederum beinhaltet unendlich viele Bilder, wenn du Fantasie hast.
Okay, aber die Bilder, die muss ich dann wieder symbolisch verstehen, weil wenn die Wörter, womit ich diese Bilder beschreibe, dann in den Holofeeling-Texten erklärt werden, bezieht diese Erklärung sich immer wieder auf die Syntax des Grundcodes. Richtig, weil das Energien sind. Pass auf, das sind reine Bewegungsrichtungen deines Geistes. Das heißt, diese 22 Grundzeichen, und darum sage ich immer wieder, das 22 hebräische Zeichen ist die kleinste Form von Schrift. Du musst erst einmal komplett losgelassen haben von einem raumzeitlichen Denken. Ich kann dir jetzt so viele Videos einspielen, wo die Anne erklären, wie die Sprache, die Lautentwicklung sich im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat. Und jeder, der dir das erzählt, erzählt dir genau wie alle anderen das, was man ihnen in der Schule erzählt hat, aus diesem chronologischen raumzeitlichen Denken heraus. Das musst du komplett überwinden. Ich kann es nicht oft genug sagen, Holofeeling ist ein vollkommenes Weltbild, die du Geistsystem bekommst. Du musst ganz tief innerlich kommen. Und das ist, ich spreche in Symbolen. Das kann ich auch erst erklären, seit der Computer bei dir aufgetaucht ist. Das ist eine Reifestufe. Das ist ungefähr so, wenn ich sage, wenn meine Söhne anfangen, dass ihnen Schamhaare wachsen. Da ändert sich was. Verstehst du? Sie kommen in die Geschlechtsreife, in die Pubertät und dann kriegen die ganz andere Möglichkeiten ihre Welterlebung als Mensch. Okay? Und zeitgeschichtlich, in der jetzt bewusst ausgedachten Menschheitsgeschichte ist es so, dass hier von am Beginn schon diese Phase der Computer da war. So wie ich immer sage, wenn du ein Buch liest, ist praktisch das Ende, ist schon da, wenn du zum Lesen anfängst. Das heißt, wenn du, dieses Gespräch war auf deinem Leben schon hier und jetzt schon da festgelegt, dass ich in dir aufsage, wie du in die Schule gekommen bist. Und das Einzige, was dich hindert, das zu akzeptieren, ist deine materialistische Logik, die dreht dir den Hals zu, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Vorurteil. Hör einfach zu. Das, was dir das leicht macht, ist, dass ich immer wieder sage, wenn ich als Udo auftauche, alles, was ich dir erzähle, du kriegst von mir nicht gesagt, was du verändern sollst, was du glauben sollst, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und du musst neugierig werden. Ja, Und das Wesentliche kann jedes, mit dem Intellekt eines 13-Jährigen kannst du mir geistig folgen, diese Gedankengänge folgen. Und halt nochmal fest, jetzt in deinem Wissen, du weißt, was ein Computer ist. Und den setzen wir jetzt symbolisch für diesen nicht denkbaren Geist. Ein Computer ohne Programm und Daten ist ein Geist, der schläft, ohne zu träumen. Um träumen zu können, das heißt, dass Bilder entstehen, das die Bilder, die du siehst, das symbolisiert der Bildschirm, der Monitor, brauchst du Daten und eine Software. Und die Daten und die Software, die in deinem Hintergrund, mit denen du arbeitest, sind letztendlich die Ursache für das, was du träumst. Das kannst du dir nicht raussuchen. Du Geist, der Computer sucht sich ja nicht raus, was für Daten ich einspiele, was für ein Programm ich laufen lasse. Und jetzt ist es so, dass in dir, um das sehr einfach zu machen, du wirst merken, wenn wir da genauer drüber reden, dass das klar wird, dass zuerst einmal die Daten- und die Programmstruktur ist vollkommen statisch. Das heißt, da gibt es keine Zeit. Alles, was noch in dir auftauchen wird und was du bis jetzt gedacht hast, ist von Anbeginn der Zeit an da. Das heißt, es muss, bevor du dir was denkst, muss im Hintergrund das Wissen in dir drin sein. Du musst komplett die materialistische Logik überwinden, dass da außen eine Welt ist, die unabhängig von dem Geist, unabhängig von Gott existiert. Geist ist Gott, ist Licht, ist Energie. Wir können das rein mit Energie können wir das setzen. Dass hier gewisse Naturgesetze, die du gelernt hast in der Schule, jetzt bewusst ausgedacht, das war nie was in der Vergangenheit. Ich will möglichst einfach mit dir sprechen, dass da Naturgesetze außen sind, die momentan deine Physiker postulieren, dass diese Naturgesetze schon gegeben hat, bevor auf der Erdkugel Menschen waren. Okay? Das ist ja alles logisch, wenn du mit dem Programm läufst. Dann hast du diese Vorstellungen. Das lässt sich so unendlich leicht widerlegen, in tausenden Facetten. Und jetzt kommt erst der Begriff stochastisches Denken. Glaub es mir, Martin, in den ersten 50 Seiten von Ich bin, du, so einfach das klingt, habe ich alles Wesentliche niedergelegt und du rauschst drüber und die Geister, die jetzt langsam wach werden, die Ich bin, du, teilweise schon 10-mal gelesen haben. Die fassen es wieder an, habe ich jetzt erst wieder gehabt, die sagen, die sind sowas vor erschüttert, dass sie sagen, es ist unglaublich,
was ich plötzlich lese, wenn ich den Text lese zwischen den Zahlen, aufgrund der ganz anderen Schriften, weil du in die tiefere Struktur kommst. Mhm. Du sagst, das Urteil ist so schlimm. Das stochastische Denken ist zuerst, du hast den Matten nur zu beobachten. Mhm. Die Neugier zu beobachten, die wird so massiv, dass du immer wieder der materialistischen Logik und der Einseitigkeit auf den Leim gehst. Die Vervollkommnung ist schlichtweg schon da. Du hast es nur vergessen. Du hast nichts zu vervollkommnen, sondern zu vereinfachen. Das passiert jetzt mit Holofeeling. Mhm. Das hast du. Sprichst du? Ja, vielleicht irre ich mich, aber ich habe eigentlich immer mehr das Gefühl, dass dieser Materialismus sich in mich auflöst. Aber ich, das ist dann das Programm haben. Ich möchte wissen, obwohl ich beruflich kein Biologe oder was auch immer bin, ich möchte einfach wissen, das treibt mich den ganzen Tag, die ganze Nacht, über diese Syntax der Quellcode aus. Wie kommen konkrete Bilder, Gerüche und so zustande? Und dann du geh ganz einfach, das, was ich dir gerade erklärt habe, ich habe es dir erklärt, dass du diese 22 Zeichen sind Energien und du wirst jetzt, wenn du in das Griechische, in die griechische Sprache gehst, das stochastische Denken ist das zielgerichtete Denken. Mhm. Das zielgerichtete Denken und du musst jetzt zwischen die Sprachen springen, ich wechsle, das ist, darum ist auch das Äußere, das Außerhalb im Hebräischen, ist der Pfeil. Das ist dieses Chetzade. Geh mal ganz kurz, geh mal Drehexplorer, dass wir uns das mal ganz kurz anschauen. Chetzade. Mach einmal Chetzade. Yep. Da wirst du jetzt erst merken, das müssen wir spiegeln, das ist jetzt der Pfeil. Mhm. Okay, das sagt nichts. Wenn du jetzt Hebräisch Wörterbuch nimmst, das ist Stochazin, das heißt mit einem Pfeil auf etwas schießen, da kommt die Stochastik her, das Zufällige. Das sind die Grundrate im Hebräischen, ist dieses stochastisch, heißt ja eigentlich normalerweise jetzt, wenn du in der Schule gehst, so wie alle bei Mathematik sagen, das heißt rechnen, haben wir tausendmal erzählt, muss ich nicht mehr erzählen, Mathematik hat mit Rechnen überhaupt nichts zu tun, also nur übertragenerweise, es ist das gelernte Wissen, genau genommen das gelernte Wissen eines unbewussten Menschen, Mathematikos, okay, und genauso ist es die Stochastik. Wenn du Mathematik studierst, das gelernte Wissen, dann wird jeder sagen, Stochastik ist die Zufallsberechnung. Und diese Stochastik ist eben das Griechische, wenn du in die griechische Etymologie, in die Tiefe gehst, heißt es mit einem Pfeil auf etwas schießen und du wirst, umso mehr du das treffen wirst, umso mehr wirst du das Ziel treffen, weil du lernst. Mhm. Okay? Und darum sage ich immer wieder, stochastisches Denken, du musst jetzt erst einmal bewusst machen, willst du was glauben? Willst du was glauben oder willst du was in die Pfanne hauen, willst du was ablehnen? Mhm. Hier muss bewusst werden, was dein Charakter will. Und du wirst, wenn du was glauben willst, und du willst es ja glauben, wirst du das immer mehr, Einzelheiten werden in dir auftauchen auf der Suche, dass das immer klarer wird. Mhm. Weil du ein grobes Ziel hast, du willst verstehen und dann wirst du immer mehr verstehen. Ein Mensch, der irgendwas ablehnt, will die Heiligkeit dann seine Einseitigkeit intronisieren. Mhm. Der wird zwangsläufig immer mehr Fehler in einem System finden, mit seiner Logik, weil er nie seine Logik in Frage stellt, sondern nur das Neue, das in ihm auftaucht. Und jetzt wissen wir im Menon-Dialog, um mal auf die alten Griechen zurückzukommen, dass wenn das vollkommen neu ist, muss dir das unlogisch erscheinen. Und ich habe das wieder extrem vereinfacht, dass ich einfach sage, wir nehmen einen Basic-Computer, da stützt du Windows-Daten ein. Das ist eine vollkommen andere logische Struktur. Mhm. Und um das jetzt zu vereinfachen, Holofeeling ist eine vollkommen neue, andere Struktur. Das heißt, du überwindest die Raumzeitlichkeit, das symbolisiere ich mit den Klingelingen im Beispiel. Mhm. Lass uns ganz kurz, du hast den Geometrie-Explorer machen. Jetzt machen wir zwischen das Z und das Zahne ein Waff. Du machst Check, Waff, Zahne. Ja, habe ich. Und jetzt hast du hier das Außen. Das ist das hebräische Wort für das Außen. Draußen, außerhalb. Mhm. Okay? Jetzt haben wir hier schon in der Kurzform unten, das hatte ich vergessen, jetzt rot, die Kollektion einer aufgespannten Geburt. Ist immer H all, die Quintessenz Gott, plus minus B, halb, außen. Das ist immer hier außerhalb. Okay? Jetzt machen wir zwischen Z, machen wir mal Chat J, Zade. Chat. Das ist, du kannst immer J und dann Macht dazwischen schieben. Mhm. Das ist jetzt die Scheidewand, die kannst du auch extrapolieren. Ja. Durch eine Scheidewand trennen. Das ist jetzt interessant, da hast du jetzt nämlich Qi. Qi ist das Leben, die lebendige Geburt. Und sobald du eine lebendige Geburt hast, wird was extrapoliert und du hast immer eine Scheidewand zwischen der geistigen Welt und zwischen deiner Traumwelt. Mhm. Das sind verschiedene Bereiche.
die Traume selber wiederum, ich könnte sagen, zwischen dem statischen Programm, der da breit ist, Kontinuum im Hintergrund, wo alles gleichzeitig ist, das Rote hier und das Rote jetzt, und dieser Facette, die du herausziehst, jeder Ort, den du dir ausdenkst, den du hier nennst, es ist immer hier. Mhm. Ob du jetzt sagst, ich bin in Holland oder ich bin in Deutschland, verstehst du, oder ich bin hier oder ich bin sonst wo, genau genommen, das Rote hier beinhaltet unendlich viele Orte, die wir hier nennen können, wenn du dich dorthin denkst. Aber die sind alle in dem Roten hier, es sind Facetten von dem Roten hier. Und das Rote jetzt sind alle Momente, die prinzipiell auftauchen gleichzeitig, und wenn ein Moment auftaucht, taucht er jetzt auf. Mhm. Und so die Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Da diskutiere ich auch mit keinem. Martin, das ist das, was ist. Mhm. Es gibt keinen anderen Zustand. Und jetzt haben wir diese zwei Bilder in deinem Kopf, feinstofflich und feststofflich. Ich sage mal, was dir real erscheint, simpel gesprochen, was du sinnlich wahrnimmst mit deiner jetzigen Logik, und das, was für dich bewusst nur ein Gedanke ist. Das ist immer wieder gesagt, du kannst jetzt hier an deine Söhne denken und du kannst jetzt an Märchenfiguren denken oder an Superman denken. Was ist der Unterschied? Es ist, dass da mal kein Unterschied ist. Das eine wie das andere ist ein Gedanke. Glaubst du, dass jetzt da irgendwo außen Superman rumläuft? Mhm. Oder Stöße? Wie sieht es aus, wenn du an deine Söhne denkst? Das muss dir bewusst werden, dass hier das eine Interpretation ist von dem Glauben vom Machen, das in das Leben ist, du hast den Charakter des momentanen Menschen, des Lebens, das du dort lebst, zu durchschauen. Das ist der Sinn des Lebens. Da machst du ganz spezielle Erfahrungen. Aber die Erfahrungen mag der Geist, der mir jetzt zuhört, der jetzt umwachsen ist. Naja. Das ist, wo ich dann immer sage, das ist nur eine Rolle, die du spielst. Mhm. Und du wirst es immer leichter, wenn du begreifst, dass Gedankenwellen, die kannst du zwar wiederholen, aber die sind immer vollkommen anders. Es ist immer derselbe Geist. Aber wenn du an dich selbst denkst, als Matten, bist du immer nur die gleiche Matten. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Das ist in der Nähe, ich habe das so dargestellt, wenn du das durchspielst. Und jetzt ist es also so, um zurückzukommen, du musst als erstes einmal hier die Heiligkeit erkennen. Das heißt, du brauchst die Kehrseite, weil du deine Logik, die du von mir bekommen hast, die du zu durchschauen hast, ist extrem einseitig. Mache ich mit dem Klingeling, dass du hier zwei Möglichkeiten hast, die sich widersprechen, und ich betone immer wieder, dass nicht ich dir jetzt erkläre, dass die neue Sichtweise, die ich dir zeige, richtiger ist. Absolut nicht gesehen, ist es überprüfbar, das andere ist Vermutungswissen. Mhm. Ist es klingelt, weil da außen ein ist, der mich anruft, der ja erst entsteht durch das Klingeln, wenn du mal den Wechsel verstanden hast. Mhm. Und jetzt ist es so, ich fange nochmal an. Du hast bisher geglaubt, da außen ist eine Welt mit Naturgesetzen, wo du keinen Einfluss drauf hast. Okay? Mhm. Und diese Naturgesetze, die werden absolut gesetzt von der Naturwissenschaft, die waren schon da, bevor es Menschen auf der Erdkugel gegeben hat. Und jetzt, durch Erforschung dieser Naturgesetze da außen, hat der Mensch immer mehr erkannt, wie die Naturgesetze funktionieren. Und es dreht jetzt um 180 Grad. Du hast in dir ein Programm, wie beim Videospiel. Das ist schon da, bevor deine Welt, dein Leben beginnt. Das ist, du fängst jetzt zum Spielen an und zwangsläufig entsteht in dir die Vorstellung einer virtuellen Welt. Ich mache jetzt gezielt bewusst das Videospiel. Mhm. Die Gesetzmäßigkeiten und die Möglichkeiten, wie ein Mensch ausschaut, wie ein menschlicher Körper funktioniert, wie sich Sachen verhalten, Flugkurven und so weiter und so fort. All das ist, macht das Programm, das du zu durchschauen hast. Das heißt, das Programm ist schon da, bevor du die Bilder siehst. Das Programm ist vorher da und die Welt da außen ist so, wie das Programm dir das vorschreibt. Und das Programm, wenn du das Programm veränderst, kannst du sogar die Naturgesetze verändern. Ich habe mal das Beispiel gemacht, wenn wir jetzt ein Golfspiel nehmen als Videosimulation. Jetzt denke ich einmal raumzeitlich logisch als wissenschaftlich. Ich habe da außen eine Welt mit Naturgesetzen, wie der Flugbahn fliegt, wie der sich verhält. Und jetzt sind da Leute, die wollen jetzt das simulieren mit dem Computer und dann wird ein Golfspiel entwickelt. Mhm. Das ist natürlich sehr vielfältig. Du wirst innerhalb dieses Programms die ganz normale physikalische Formel einer Flugbahn finden, die du in jedem Physikbuch findest. Die ist in dem Programm drin, ist logisch. Was jetzt natürlich ist, um das lebendig zu machen, dass mir hier noch Seitenwind und so weiter und so fort, dass der abtreibt, das wird moduliert. Ich kann jetzt
Wenn ich programmieren kann, kann ich zum Beispiel am Golfball, der normalerweise so fliegt, schau, du siehst das Bild, Mann. Mhm. Ich kann am Abschlagen den Golfball so fliegen lassen, den Golfball, dass er praktisch um diese Idealkurve rumgreifen, was physikalischer Witz ist. Es ist eine ganz minimale Veränderung am Programm. Ich habe die Flugbahn drin und ich moduliere jetzt einfach die Flugbahn, dass ich hier diesen Zentralpunkt nochmal den Golf um diesen Idealflugbahnwinkel greifen lasse und dann fliegt der vollkommen gegen Naturgesetze, weil ich kann die Naturgesetze verändern, wenn ich die Formen verändere für die virtuelle Welt, die ich mir ausdenke. Mhm. Das ist übrigens alles möglich. Du kannst übers Wasser laufen. Das ist das Einfachste der Welt, wenn du das umprogrammierst. Aber das machen wir zwei auf der nächsten Ebene. Momentan Geduld. Und ja, das ist jetzt ganz rudimentär, was deine Aufgabe zurzeit ist, nicht irgendwas verändern zu wollen, sondern zu beobachten. Mhm. Ich sage immer wieder, beobachte, mit was du konfrontiert wirst, wie der Mann reagiert, wie er werdet. Ich sage, jede Erscheinung, die in dir auftaucht, ist einfach nur. Mhm. Und du wirst jetzt zwanghaft mit dem Programm Matten, und das sollst du beobachten, und um das beobachten zu können, musst du als Geist eine Stufe drüber sein. Du sollst beobachten, wie der Matten das zum Beispiel interpretiert, und dann wirst du ganz hartnäckig merken, wenn du eine Mail kriegst mit deinem Alltagsbewusstsein, ist sofort der Gedanke an jemanden da, der das vorher geschrieben hat und dir das Mail schickt. Wenn du einen Film siehst, dass du noch extrem unbewusst zu, ich sag mal, 95% wieder besseren Wissens immer noch dieser Logik auf den Leim gehst. Mhm. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das musst du dir die Präsenz aneignen. Immer wieder, wenn irgendwas auf dich kommt, dass du dir bewusst machst, was ist jetzt da? Mhm. Real? Und du wirst merken, die Gedanken ändern ja laufend dir. Du kannst die nicht festhalten, glaub es mir. Mhm. Es ist auch eine Illusion, wo ich so oft schon gebracht habe, wenn du zeitlich denkst, ich habe jetzt 3 Stunden geschlafen. Das einmal schläfst du immer, weil du musst schlafen, um träumen zu können. Das Schlafen ist Shin Nun He im Hebräischen. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zu den Zeichen. Jetzt schau dir das einmal an. Shin Nun He, wenn wir mal ganz reingehen ins Wörterbuch, Shin Nun He, haben wir zuerst einmal einen ganzen Schwanz, was das noch bedeutet, aber zuerst einmal haben wir das Jahr, den Schlaf, anders sein, verschieden sein, wiederholen und lernen. Siehst du das? Ja. Jetzt musst du da einen Satz draus machen. Bleiben wir mal hier im Schlaf, erscheinst du dir als Mann, obwohl du der Mann bist, der Mann treffen. Ich sage, Unbewusstheit oder die Hölle beginnt in dem Moment, wenn du geistig mit den Gedanken von dir verwechselst. Du denkst dir jetzt den Udo aus, du denkst dir den Mann aus und noch 1000 an, aber du bist so, du sagst, ich bin der Mann und der andere bin ich nicht. Mhm. Also, das ist ein toller Zustand von Verwechselheit. Im Schlaf wiederholen sich die Bilder. Mhm. Okay? Ja. Du hast eine ständige Wiederholung, das Verschiedensein, das Anderssein, und das hast du jetzt in dem Wort Ja. Ist ganz interessant. Der normale Hebräer, der Sprachwissenschaftler, würde sagen, das heißt Schlaf und Ja, weil die wiederholen, weil die Jahre sich wiederholen ständig. Okay? Mhm. Da hast du den Nummer des Ja, das ist natürlich im Schleimer Rot. Ich kann dich fast nicht mehr verstehen. Die Verbindung ist ganz schlecht. Die Verbindung ist es. Ja, das hat dann vielleicht mit mir zu tun. Ich weiß es nicht, aber jetzt kann ich es nicht mehr verstehen. Das Bild ist eingefroren. Ich mache mal ganz Stopp und dann rufe ich wieder an. Probiere. Ich muss ganz kurz. Hallo? Ja, ich hab dich super. Wie sieht's bei dir aus? Dein Bild muss noch kommen. Aber der Ton ist ganz, der war ganz, ganz schlecht gerade. Konnte ich gar nicht. Ja, ich muss sowieso. Also ich hab dich total perfekt. Okay. Wie hören wir jetzt? Ja, das Bild ist ganz ruckelig und der Ton ist auch schlecht. Aber versuchen Sie es ja. Ich muss sowieso in 10 Minuten leider weg, aber versuchen Sie es mal. Also pass auf, machen wir mal ganz kurz hier nochmal, mach das, dieses Ja, das Shin und He. Ja, habe ich. Und du kannst jetzt hier zum Beispiel das Wort Ja, wenn du nimmst. Also mach einfach Fantasie, da hast du einen göttlichen Schöpfer. Mhm. Kannst du dich auch eine intellektuelle Schöpfung lesen, wenn wir es blau machen, das JA
im Jahr und HR heißt die Wahrnehmung einer Berechnung oder die Quintessenz ist der Kopf. Und, okay? Ja. Also wenn wir jetzt da die Rotlar machen. Jetzt solltest du wissen, HR, wenn wir einzeln eingehen, ist ja der Berg. Der Berg, ja, immer macht ein Geist. Das ist dieser Wellenberg, der in die Hauptacht und Berg kommen wieder das deutsche Wort BRG heißt im erweckten Geist. Mhm. Wenn man mal das simple Prinzip verstanden hat. Mhm. Aber schau, nur das Shin und He ist die logisch existierende Wahrnehmung. Und jede logisch existierende Wahrnehmung wird sich in dir lange, so lange wiederholen, bis du verstanden hast, dass du ein schlafender Geist bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Wachwerden, der Wachwerdeprozess ist schlichtweg und einfach damit verbunden, dass du hundertprozentig sicher weißt, dass alles, was du jetzt denkst, nur deine Informationen sind, die du anschaust. Und du kannst eine Information nicht festhalten. Zum Beispiel der Glaube, da habe ich 3 Stunden geschlafen. Es gibt keine Vergangenheit. Mhm. Ich habe doch diese schöne 22 Uhr und 8 Uhr Beispiel. Mhm. Wo dir klar wird, dass du immer wieder Vergangenheit konstruierst. Wo kommst du her? Ich frage den Geist. Die normale Logik sagt, ich wurde von meiner Mutter geboren. Dir muss zuerst einmal bewusst werden, wie hartnäckig diese Vorstellungen in dir sind. Und wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist, was du feststellen, es sind Gedanken. Die Worte, die du jetzt hörst, lösen in dir Vorstellungen aus. Mhm. Jedes Wort löst eine andere Vorstellung aus. Das Ganze baut sich jetzt natürlich in Etappen auf. Und darum ist es ja so wichtig, diese vielen Beispiele, wo ich bringe, die kleinen Beispiele mit den Oberwellen beim Telefonieren, dass du eigentlich, wenn ich dich frage, was hörst du jetzt, musst du sagen, du hörst jetzt eine Computerstimme. Mhm. Das ist ein Pixelmännchen. Der Udo, mit dem du dich unterhältst, der ist jetzt in deinem Kopf, nicht in dem Kopf von dem Matten. Du denkst dir jetzt den Beide Kopf aus, ne? aus ja. sondern der ist auch in deinem Kopf. Beide ausgedacht. Der rote Kopf von Beroshit ist was nicht Denkbares. Das ist, Beroshit ist der rote Kopf, der symbolische Kopf, der natürlich jetzt, sobald du jetzt glaubst, du bist der Matten, hast du nur die Perspektive vom Matten. Mhm. Und das wird irgendwann einmal so selbstverständlich, dass du darüber nachdenken musst. So wie du jetzt mit deiner jetzigen Logik so viele Sachen konstruierst, wenn du zum Beispiel mit dem Auto fährst, ist für dich das so vollkommen normal, dass die ganze Zeit das Lenkrad und der Dach und die Windschutzscheibe da ist, obwohl, wenn du das beschwören würdest, wenn du meinetwegen jetzt eine weitere Strecke, 100 Kilometer mit dem Auto fährst, würdest du an Meinheit schwören. Das heißt, dir wird immer mehr bewusst, dass wirklich weit über 90% der Sachen, die du jetzt denkst, wo du meinst, dass die immer da sind, dass das gar nicht der Fall ist. Dass du permanent das voraussetzt, dass da außen eine Welt ist. Und ich sage, das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Ich habe mir dabei was gedacht, dass hier ganz am Anfang dieses Gebot steht, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel und da drunten auf der Erde. Mhm. Jetzt haben wir ja schon wieder die Bilder, ich habe das so oft angesprochen, dass hier die Eigenart zwischen Deutsch und Hebräisch, Be'ilet R, die Bilder, heißt im Kind erweckt. Das ist übrigens ganz korrektes Hebräisch, selbst nach der deutschen Grammatik. Ich erweitere ja hier die hebräische Grammatik, indem ich die nochmal extrem vereinfache. Also da darfst du kein Kodinnenkacker sein und sich festhalten an Regeln. Regeln illusionieren oder erzeugen die Illusion von Sicherheit. Mhm. Das ist gerade in der deutschen Rechtschreibung, hier wurde mal angesprochen, wenn du jetzt Luther liest oder Paracelsus oder Meister Eckhart im Original, müsstest du den erst einmal vorwerfen, der hat ja sowieso keine Ahnung, der kann ja nicht einmal richtig Deutsch. Mhm. Weißt du, das ist, dass dir bewusst wird, wie massiv deine jetzige Logik eigentlich über alles bestimmt. Mhm. Und es sind die kleinsten Sätze, die am meisten in sich haben. Dass wenn du jetzt in deinem Traum Menschen beobachtest, halte dich immer dran, beobachte, wie die kritisieren, das heißt, wie die Dinge bewerten. Und mach dir das zu eigen. Eine Kritik, die in Bezug zu irgendetwas geäußert wird, sagt überhaupt nichts aus über dieses Objekt, es sagt alles aus über den Wertemaßstab des Kritikers. Mhm. Interessant ist jetzt, dass wenn eine diskutieren, kannst du die als Eckspiegel benutzen, dass du hier in Blickwinkel reinschaust, die du von deiner, mit deiner Logik nicht siehst. Mhm. Das heißt gerade, dass die Sachen behaupten, wo dir die Haare zu Berge stehen, die offensichtlich in Bezug auf dasselbe Thema Sachen sehen können oder empfinden können, die du nicht nachvollziehen kannst. Ja. Das ist die Toleranz, die gefordert wird. Und das ist ein Spiel, das spielst du komplett mit dir alleine. Mhm. Wenn du lange genug hier jetzt studierst,
Und da ist jetzt natürlich, dass jetzt das abhängig ist von deinem Programm, weil du ja in jedem Leben was anders lernst. Ob jetzt der Sinn deines Lebens in einem Schwerpunkt liegt, die hebräischen Zeichen und die Vatersprache zu lernen, das musst du selber rauskriegen und es ist ganz einfach. Löse dich von irgendeinem, ich muss doch, dass ich erleuchtet werde, all das, du musst das Kaufmannsdenken wegmachen und du musst wieder das Kind werden, dass du dich nur noch mit dem beschäftigst, was dich im tiefsten Inneren interessiert. Mhm. Weil nur dann lernst du. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja. Und es ist, lerne fast einmal das Leben. Du kannst deine Rolle spielen. Liebe deine Freundin, deine Frau, liebe die Kinder, das ist die Aufgabe dieser Rolle. Und du wirst merken, das kann sich extrem schaukeln, wenn du dich darauf einlässt, dass du gerade anfängst, die Marotten zu lieben. Und da musst du deswegen kein Arschkriecher nicht werden. Mhm. Dann hast du natürlich immer schon von klein auf die Philosophie in dir drin stecken. Aber du wirst jetzt merken, dass auch die weltlichen Philosophen, das hast du ja mittlerweile schon, ja, auch ja, nur Einzelteile sind, solange die sich widersprechen, das sind Puzzlestücke. Und was mit Holofeeling passiert, dass wir uns nicht den Kopf zerbrechen, wer recht hat, sondern wie das zusammenpasst. Mhm. Und da brauchst du ein komplexeres Denkmodell, da kommst du mit der normalen raumzeitlichen Auffassung nicht mehr mit. Und du wirst merken, das wird nicht komplizierter, sondern es wird extrem einfach. Mhm. Wenn du dich ja mal erhoben hast, das immer wieder, dass du begreifst, du bist was anderes wie irgendein Gedanke, den du denkst. Mhm. Oder so einfache Sätze, das, was man besitzt, ist man nicht. Der Besitzer ist immer wieder was anderes und du bist der Besitzer, jetzt hast du mal von Informationen. Mhm. Die Informationen, die du besitzt, die einen ständigen Wechsel unterliegen, wo kommen die her? Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit der Gnede. Und da ist hochinteressant, wenn ich jetzt die Gnede umforme, ich sage nochmal, ich mache eine Tasse und dann mache ich aus der Tasse, die haue ich zusammen und mache eine kleine Figur draus. Wo kommt diese Figur eigentlich her? Und du wirst feststellen, die kommt von irgendwo her. Mhm. Es kommen ja die Wellen genau genommen nicht einmal aus dem Meer. Weil wenn wir uns jetzt das Meer als ein Volumen, ein Wasservolumen vorstellen, und du merkst schon, das Volumen hast ja nicht Raum, sondern Rollen. Mhm. Aber ich bleibe mal, denken wir uns das Meer jetzt einmal als einen gewissen Raum, dreidimensionalen Raum voller Wasser, dann wirst du feststellen, dass die Wellen an der Oberfläche gar nicht aus dem Meer herauskommen, weil in dem dichten Wasser sind ja keine Wellen drin. Mhm. Es ist ein permanenter Wechsel, dieses Aufspannen, wo ich sage. Mhm. Dieses kleine Zeichen ist so unendlich tief und es gilt für alle Polaritäten. Dass das, was sich widerspricht, gleichzeitig da ist, übrigens auch die Vergangenheit und die Zukunft. Die Einheit und die Vielheit, und es wird dir erst bewusst, wenn du dich als Geist erhebst. Mhm. Mein Beispiel mit der Erdkugel. Eine Seite hell, eine, ja, Seite dunkel, Schnee, Regen, alles gleichzeitig. Und die Lampe, das ist jetzt in dem Fall der symbolische Dritte. Wir sind der Vierte. Das heißt, die Synthese von hell und dunkel ist dieses Licht, das ausgedachte Licht. Und erst wenn diese Synthese da ist, gibt es auch hell und dunkel. Wenn die Lampe nicht brennt, ist auch keine Erdkugel da, die auf der einen Seite hell und auf der anderen Seite dunkel ist, dann gibt es überhaupt nichts. Mhm. Das heißt, das sind jetzt die drei Teile, wo ich sage, ein absolutes Nichts, eine Sonne geht out und dann ist eine Erde angeleuchtet. Wir machen einmal nur diese Trümmer. Dann hast du hier mal diese Antithese, das wäre jetzt ein ausgedachter heiliger Geist, der denkt sich, eine Erdkugel, das ist dieses diese Antithese-Pärchen, mhm, mit zwei Seiten. Aber der eigentliche Geist ist der vierte, das ist der nicht denkbare, jetzt die vier, die rote Vier, in denen das alles eingeschlossen ist. Und wenn du das oft genug wiederholst, wird bei einer Reife das aufgehen und du wirst merken, das ist so eine extreme Vereinfachung und plötzlich wird alles in dich einleuchten, dass es perfekt ist. Mhm. Schon die Vermessenheit zu glauben von dir ausgedachten Traumfiguren, sie könnten eine göttliche Schöpfung besser machen, wie Gott sie erschaffen hat. Es geht immer von der Eins aus und es sind nur Teilungen. Und es wird immer vielfältiger. Du sagst, wo kommt das her? Das ist simpel. Denk an das Mandelbrot-Fraktal. Es ist eine einfache Iterationsformel, die in einer unendlichen Komplexität sich aufschaukeln kann und trotzdem immer dieselben Strukturen hervorbringt. Mhm. Das ist, wenn du mal zahlentechnisch das Ganze siehst, mit was für Maßstäben, das geht auch meistens verloren. Das ist auch das Beispiel hier, diese Vorstellung, die man hat bei Atomen mit Elektronen, die drumherum fliegen. Das ist
Es ist genauso eine hirnrissige Vorstellung wie Sonnen, wo Planeten drumherum fliegen. Hm. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Das ist zurzeit ein Symbol. Und das heißt nicht, dass da außen das so wäre, weil wir das zweite Gebot halten. Auch die Sache mit der Erdkugel oder die ganze biologische Entwicklung eines Trockennasenaffen. Du hast es zu durchschauen. Das ist so unendlich fehlerhaft, glaub es mir. Du kannst als Geist ganz andere Kreaturen machen, aber momentan kannst du nur das zur Anschauung bringen, was dein Programm hergibt. Und das sollst du analysieren, sollst du beobachten und ganz nebenbei spitzt du da noch mit. Das lässt dich durchaus unter den Hut bringen, glaub es mir. Lass dich mal überraschen. Ich habe noch Großes mit dir vor. Gut. Und in der Ruhe liegt die Kraft, Martin. Es ist wirklich in der Ruhe liegt die Kraft. Halte dich an die einfachen Sätze. Jeder Moment, der in dir auftaucht, du bist ein träumender Geist, ist der beste, den es überhaupt gibt. Der ist maßgeschneidert in deinem Traum, um dich dabei zu unterstützen, diesen Charakter im Hebräischen ist hier API, das schöpferische Wissen deines Intellektes, zu durchschauen, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und wenn es dann wieder knüppeldick kommen sollte, und es kommt noch etliche Male knüppeldick, bei Definition deiner Logik, sage ich, nicht die Erscheinungen sind wertfrei, sondern weil du reagierst, immer dran denken, was hast du zuerst zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Du musst so viel Bewusstsein bekommen, dass dir nichts passieren kann. Mhm. Weil nichts kann nicht zerstört werden. Okay? Okay. Und zum Zweiten, dass du nichts verlieren kannst und dass nichts, was du dir ausdenkst, auf Dauer überleben wird. Mhm. Das heißt, dir wird dann auch immer mehr der ganze Schwachsinn mit der Schulmedizin, das Anbieten des Geldes, die Pharmaindustrie, die Ärzte sind Krankheitenerfinder. Die haben keinen Segen über die Menschheit gebracht, in keinster Weise. Es ist logisch, aber es ist nicht geistreich. Es ist das ganze Leid, wo sich hochschaukelt, das sich hochschwingt, wie in einer Iteration, wenn du ein Virus hast, würde erst gar nicht entstehen, wenn man dir nicht eingeredet hätte, dass das schlimm ist. Ich weiß nicht, ob du von deinen Eltern, ganz kurz angesprochen, von deinen Eltern Vortrag, wo ich erzähle, wo mich eine anruft, in Almena war das hier und jetzt ausgedacht, wo mich eine anruft und bedankt sich, dass der Menschensohn wieder da ist. Denk mal, was will die? Und dann kommt sie ganz nebenher, du was anders. Ich habe da am Oberschenkel einen dunklen Fleck. Oh ja, kenne ich ja. Du kennst die Geschichte. Tut es schon weh, noch nicht. Zum damaligen Zeitpunkt, Martin, ist alle Zeitungen sind voll gewesen mit Hautkrebs. In jeder Zeitung, im Fernsehen war ein Thema damals ganz groß in Hautkrebs. Und du kennst die Geschichte. Das macht dich kirre. Du wirst immer in der Welt leben von den Intellektuellen, die in dir auftauchen, denen glauben, du nachplapperst. Mhm. Der Verwirklicher ist dein Glaube. Es wird immer so auftauchen, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, du bestimmst, was der Matten braucht, dass er glücklich ist, was letztendlich dein Glück ist, was gefährlich ist, was böse ist, was Moral ist, was keine Moral ist. All das, genau dieses Programm hast du zu durchschauen. Mhm. Einfach dir bewusst zu machen. Das ist wie bei Tierchen gucken, wie funktioniert dieses Tierchen. Der Charakter. Das ist das Einzige. Das ist der Sinn des Lebens. Und wenn du da einigermaßen dich durchschaut hast, dass du neutral sehen kannst, dann kannst du auch dich auf die anderen Charaktere stürzen, um die zu analysieren, ohne die verändern zu wollen. Und glaub mir, das wird ein extrem spannendes Spiel, wenn einmal die Angst weg ist. Ja. Die Angst, selber sterben zu müssen und die Verlustangst jetzt von Kindern und so weiter und so fort. Da haben wir oft genug drüber gesprochen. Hm. Es ändert nichts. Mitleid ändert überhaupt nichts. Nein. Und die Frage ist, was ist eigentlich Leid? Den Traum empfindet nur der Geist, der träumt. Und nur der kann es verstehen. Figuren in deinem Traum werden es nie verstehen. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, hier ein Udo oder ein Redo, die haben was verstanden, das ist, weil du langsam zu verstehen anfängst, spiegelt sind die ersten Facetten, jetzt von dem neuen Wissen, das du kriegst, unterstütze ich dich mit Figuren in deinem Traum. Mhm. Aber der Gedanke als Ding an sich kann nie was verstehen. Es ist so. Okay? Okay, ich muss Tschüss sagen. Danke. Ja, darum habe ich jetzt okay gesagt. Danke. Super, tschüss.